Radio Plassenburg. Am Dienstag Feierabend um kurz vor 17:45 am Ecoplatz hier in Kulmbach. Da herrscht gerade die Ruhe vor dem Sturm. Ab 18 Uhr lädt ja das Kulmbacher Demokratiebündnis zur Demo gegen Rechtsextremismus und für Toleranz, Freiheit und Demokratie ein. Ob es denn wirklich ein Sturm wird, wie in anderen Städten, wo die Menschen ja zu Tausenden auf die Straße gegangen sind, das werden wir heute Abend sehen. Aber eine, die auf jeden Fall dabei sein wird, das ist die Mia. Ich bin Schülerin der Fachschule für Heilerziehungspflege in Himmelkron. Und wir als Schüler der Fachschule sind heute auch auf der Demonstration gegen Rechtsextremismus in Kulmbach vertreten. Wir arbeiten mit Menschen, die eine geistige oder eine körperliche Behinderung oder auch eine psychische Erkrankung haben. Und uns ist es wichtig, dass diese Menschen unabhängig von ihren individuellen Unterschieden akzeptiert und angenommen werden. Unsere Schule ist ja auch in dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage beteiligt und steht somit auch für die Erhaltung unserer Demokratie und einer vielfältigen Gesellschaft. Ja, das sind alles gute Gründe und da ist es nur logisch, dass der Mia und ihren Mitschülern dieses Thema am Herzen liegt. Aufstehen ist jetzt, so lautet das Motto, unter dem die Kulmbacher heute Abend ein Zeichen setzen wollen. In gut einer Viertelstunde geht's los. Die Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Ecoplatz. Und wir bei Radio Plassenburg werden dann morgen berichten davon.